Ja, liebe Freunde, da sind wir auch schon wieder zurück. Und wo bist denn du gerade hin? Hier. Warte kurz, ich hole mal gerade mein Auto zurück. So. Oh, im Radio reden sie gerade darüber, dass irgendwer so einen Supercomputer geklaut hätte. Weißt du, wo die ja, reden? Bei mir auch. Ich habe keine Ahnung, also Supercomputer, sowas gibt's doch gar nicht, oder? Nein. Oh, Quatsch. Mann, oh Mann. So, mal diese zieh mal den Zaun der Deckers auf uns. Und wir nehmen mal den nächsten Auftrag an, oder nicht? Aber ich weiß nicht, also was ich würde schon sagen, ich guck gerade mal. Ah ne, nicht im Saints-Book, ich guck jetzt mal bei den Aufträgen. Ja, machen wir mal, okay? Sehr schön. Koop-Festung. Oh, zu Kind ist versteckt, super, da bin ich ja auch da. Oh, du bist ja noch da, oder? Das ist ein bisschen witzlos, ja, ich war schon ein bisschen weg, aber ich fahr zurück gerade. So, that means you're not set up? We're set up. Then why didn't you call? I told you, Oleg is supposed to be calling the beat. Passes to the crypt. Oh, hoppla. Egal. I'll explain it again, real slow. I want to broadcast your subconscious into the Decker Usernet. Then you'll be able to interact with the avatars of users and corrupt the abstract representations of data that are the cornerstone of their online operation. To do that, I need a Nemo chair, of course. A what chair? Nemo, neurological electromagnetic oneiroscope. The KGB destroyed the only one in existence. Deckers have one. Impossible. How could they miss the signal? They're keeping it here. Clever. Okay, nerd time is over. What is this thing? And Kinsey, for fuck's sake, keep it simple. I need the chair to stop the Deckers. Thank you. Ja, dann hol mir mal den Stuhl. Ne? Ich brauch den Stuhl, um die Deckers aufzuhalten. Danke. Gut, das so. Klingt ja einfach. Richtig. So. Wow! Hey, das war mein Auto. Ich weiß, und der hat's gerade einfach in die... ins un... bla. Du Danke, kannst die Fahrzeuge deines Partners nicht lagern? Wie fies. Du musst die Dings mitnehmen. Wen? Halt! Die Kinsey kommt mit! Ja! Die kann doch nix. Kinsey, komm rein. Lo. Oh, was machst du denn? Alter. Schätzelein, steig ich rein. Ich fahr schon mal hin. Sei brav. Immerhin hast du mir gleich beide Räder zerstört, das heißt, das Auto hat keinen Drall in irgendeine Richtung. Ah, das ist ja gut. Siehst du, so bin ich zu dir, siehst du? Ja, ich weiß. Wenn in die Fresse hauen, dann richtig. Nee, dann nett. I punch you in the face, but gently. So this thing is covered in leather or some sort of space age material or what? How should I know? It's a chair. Yeah, but they padded the seat with something, right? I mean, it ain't just fucking hard metal, is it? That's what you're worried about? If your ass is Alter, ich bin durch eine Bandenoperation gefahren. Cool. Right? Cool. Das ist cool. Und ich verstehe die Kinsey überhaupt nicht mehr, weil die bei dir im Auto sitzt. Oh, das ist schlecht. There's gotta be some crazy internet music on one of these stations. Not interesting. You're not into classical, are you? God, no. So what do you listen to? Hardcore gangster rap. I don't know why I'm surprised. Hardcore gangster rap. Finde ich gut. Das passt zu dir. Keep the Deckers off nicht. While I take one. Ja, dann stürmen wir mal zur Atomkraftwerk, Freunde! So, du gehst zum ersten, ich geh einfach mal schon mal zum anderen, okay? Brauchst du die Kinsey dafür? Das bringt doch nichts. Ach so, man braucht die Kinsey. Kannst du ja. Nicht hacken. Nein, oder? Nein. Du musst die Kinsey verteidigen. Oh Mann, ich dachte, wir dürfen jetzt mal was hacken. Das natürlich auch geil gewesen. Kann ja nicht so schwer sein. Ich meine, Kinsey macht es den ganzen Tag, also so schwer kann es nicht sein. So, Kinsey, hack das, los. Hack das! That was sort of impressive. So, wunderbar. Ja, hier ist irgendwie nichts, oder? Voll langweilig. Ich hab dich schon abgeknallt, alle. Es sind keine mehr übrig, mein Freund. Mind keeping it down out there? I hope you're joking. Sorta. Was? Wir sollen's ruhig halten? Hier ist doch niemand. Alles ist ruhig. That's one. Noch ruhiger und wir würden sterben. Vor Langeweile. Auf geht's. Nicht in den Fluss fahren. Nicht in den See. Oder Teich. Oder. Wir sind mit dem Atomkraftwerk. Da ist mein Auto. Hey!
Ja, wir passen hier nicht durch. Da. So, fahren wir mal nach hinten. So, wunderbar. Ich komme mit. Ich bin dieses Auto so zerstört, das ist ja schrecklich. Er kann mit damit fahren. Wer hat dieses Auto zerstört? Alter, die Backen. Die Backen? Kuchen backen oder Arsch backen? Das hatten wir vorhin schon mal die Diskussion. Und du weißt ganz genau, worauf es wieder hinausläuft. Oh Mann. Hier ist ja gar keiner. Also nur da oben, der Typ da. Also der da war. Und einer steckt im Auto. Das ist okay, lass ihn stecken. Naja, sein Bein. Alter, wie hängt der denn da drin? Ja, die Kinsey hackt hier so ein bisschen vor sich hin. Hey, almost done in there. These things take time. Yeah, hey, it's just easier to shoot these things. So. Was passiert eigentlich, wenn ich auf Kinsey schieße? Das will ich nicht tun. Warum nicht? Mag sie mich da nicht mehr? Wahrscheinlich. Das sind Zweisitzer, ne? Tja. Alter, die kennen sie. Ja, die kann fahren. Ja, ich fahre absichtlich hier rum. So. Das passt schon. So, wunderbar. Nämlich viel kürzer. Die ist zu langsam. Die kennen sie ist zu langsam, wir verlieren sie. Raus. Egal, wir können ja schon mal freiräumen, bis die kommen. Ja, stimmt. Ist besser. Freiräumen. Hier ist ja gar niemand. Ja. Nicht mehr. Also irgendwie des Deckers Atomkraftwerk ist ein bisschen schwach verteidigt. Ja. Was für eine Waffe ballerst denn du da? Mit der MP? Das ist deine MP, wieso die blaue Schüsse? Weil es kann. Hat meine blaue Schüsse? Nein, deine hat rote Schüsse. Ah, du hast eine andere MP als ich, deswegen. Ja, ich hab die zweite. Hast du die erste noch, oder wie? Ja. Ah. Das ist ja egal, welche. Ja. Im Prinzip her, wow. Aber meine hat keine Brandmunition, kann das sein? Nee, was hat deine? Keine Ahnung, was sie hat. Ich hab's nicht gelesen. Ah. Ich dachte, die hätten immer Brandmunition, aber... I have to triangulate its exact location first while you... Alright, protect the chopper, I got it. See? We're communicating. Where's the heli then? In front of the plant. Na gut, dann Ogo Ogo. Ich bin schon auf dem Weg. Geh auf, also. Dreckstor. Tschüss. Hey, das sind Sexpuppen. Was müssen wir denn jetzt hier hin? Keine Ahnung, das sind Sexpuppen. Ach, da kommt unser Heli, kann das sein? Das sind trotzdem Sexpuppen. Ist sie mit? Meine Sexpuppen. Ja, die muss ich auch noch nehmen. So, wunderbar. Du. Was liegt denn den Chopper? Einer von unseren normalen Saints. Ah, die können auch was. Wow. Sieht so aus. Oh, super. Wie jetzt? Oh, du hast es... Ernsthaft, du hast das Sniper und ich habe das Lasergewehr. Ja, wir haben halt die Gewehre, die wir gerade dabei hatten. Hm. Aber ich kann nicht mit ranzoomen. Ich auch nicht. Jetzt kann ich. Ne, zoomen kann ich auch nicht, aber jetzt kann ich jedenfalls mal halbwegs zielen. Ne, kann ich auch nicht. Jump? Jump. Ey, das ist ja Asi der Party Tower hier. Das ist voll geil. Alter, wir sind in einer Atomkraft. Alter, ernsthaft? Warum bin ich gerade auf dich draufgeknallt und dadurch gestorben? Das weiß ich nicht. Hast du den Fallschirm relativ früh gezogen? Nee, eigentlich nicht. Ja, aber ich bin gegen irgendwas gegengeknallt, mitten in der Luft. Kurz vom Boden hab ich das gezogen, ja. So, ein bisschen davor, auf geht's. So. Oh, die Mucke. Das ist ja wirklich ein Party-Tower. Ich dachte, der sieht nur so aus. Das ist ein echtes Atomkraftwerk. Mit Partyzone. Mit Partyzone. Sau geil. Für die Mitarbeiter. Ist so richtig geil, sich als Geheimversteck ein Atomkraftwerk auszusuchen. Ja, finde ich eigentlich super.
Atomkraft, ja, ja. Haben wir ein Pro... Wow. Irgendwie ist es geil. So, ich gehe nach rechts, du gehst nach links. Ich gehe nach links, okay. Ja, du gehst nach links. Habe ich gerade beschlossen. Finde ich gut. Wunderbar. Just like old time. Have a nice day, mate. So. So, meine Nummer 1 ist unten bei mir. Ja, nee, wow, Moment, ich bin falsch rumgelaufen. Schalte den Router ab. Ach, jetzt auf einmal weiß er, wie das geht. Anstatt einfach drauf zu ballern, kann er jetzt tatsächlich. Ich glaube, er drückt einfach irgendwelche Tasten, bis es ausgeht. Ah, ja, das macht Sinn. Alter, was ist denn los? Ich komme mich gar nicht mehr bewegen. Oh oh, oh oh. Alter, warum sterben die einfach nicht? Ah, weil ich das Gewehr benutze und nicht die MP, die ich geskillt habe. Das macht Sinn. Ich sterbe gleich. Ist das okay? Nein. Okay, dann lass ich. Geh in Deckung. Ich bin nicht gerade in der Verfassung, dich gerade zu holen unbedingt. Mir geht nämlich auch gerade die Muni aus. Die Pistolen. Ja, das ist mit den Pistolen so ein bisschen das Problem. Ah ja, du bist ja eh schon beim letzten. Ja. So, brenne. Also ich habe von irgendwas beschossen, was mir unglaublich Schaden macht teilweise. Mit einem Schuss. Ich habe keine Ahnung was. Na, scheiße! Ich nicht. Was ist denn los? Ich habe mich an einer Leiche entzündet. Spontane Selbstentzündung. So. Hä? Ratsch. So, schneiden wir uns den scheiß Stuhl, nicht? Yep. Auf geht's. Oh, der sieht ziemlich sexy aus. Der ist cool. Der ist sehr, sehr geil. Stuhl halt. Können wir den irgendwie mit dem Saints-Zeichen überpinseln? Das wäre natürlich cool. So, okay. Dann, wie ist die Party-Mucke gerade ausgegangen? Boah, stoppe die Downloads, geschafft. Sehr schön. 11.000. Können die Deckers sich keine Pornos mehr laden. Und das Kraftwerk gehört uns. Wie geil ist das denn? Das Kraftwerk gehört uns. Burns Hill Reaktoren. Geile Sache. Burns Hill, wie geil. Und wie geil das jetzt aussieht, Alter. Ziemlich pretty. Trotzdem, Burns Hill, das erinnert mich irgendwie leicht an die Simpsons, ist das gewollt? Ein bisschen. Wahrscheinlich. Alter. Na gut, jetzt haben wir den Stuhl. Ja, lass mal reingehen. Ich will mir das mal angucken. Was okay, wir auch noch gar nicht, was wir noch gar nicht gemacht haben, ist ja auch, dass wir die Festung mal ausbauen. Das können wir auch machen. Ah, ne? Stimmt, das können wir machen, ja. Weil dann werden wir noch viel größer und cooler und bringen viel mehr stündliche Einnahmen. Okay, dann bauen wir aber die hier aus, weil das ist die coolste, die wir haben. Yep, das wollte ich auch gerade vorschlagen. Dann gehe ich jetzt mal zum Penthouse. Sehr schön, bin ich dabei. Geil, das einfach ist. Das im ist Atomkraftwerk. Ja. Yeah. Okay, es sieht genauso aus wie das, wie die andere Festung. Ja, schon ein bisschen von richtig. Innen. Wie macht man das? Sieht genauso aus. Festungsanpassung. Verbesserung 1, Verbesserung 2. Die eine kostet 80.000, die andere 40.000. Ach, bei Festung. Wo macht man das? Auf Domizil zugreifen. Mann. Kann es nicht machen, das kannst nur du machen. Oh wow, super. Und eine Bandenanpassung. Also wo ist denn das? Kleiderschrank, Garage, Hubschrauber, Landeplatz, Arsenal. Arsenal, Bandenanpassung und da kommt Festungsanpassung. Nee, kann ich nicht. Kann ich nicht machen. Musst du machen. Okay, super. Ja. Willst du mir Geld geben? Glaube nicht. Oh, warte mal kurz. Oder geht das? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Nee. Mist. Das ist so assi teuer. Ja klar, kann ich mir die Double MPs gleich nicht mehr leisten. Dann lassen wir das. Schade eigentlich, naja gut. Was ist das eigentlich für ein. Was ist das für ein Freak, der hier in unserem Domizil rumgammelt? Warum? Ja, guck dir den mal an! Warte kurz. Der starrt hier einfach nur die Nutten an und das war's. Der Typ! Ja! Weißt du, dieser Fan, der das Autogramm wollte? Erinnerst du dich? Nein. In einer der letzten Folgen, was wir gestern. Warte, war das gestern, als wir es aufgenommen haben? Ich weiß es gar nicht. Ah, doch, ja, es kann sein. Johnny, du Spast, warum musst du sterben? Ich hasse dich. Hör auf, tot zu sein, du dummer Bastard. So. Das bringt ihn auch nicht wieder zurück, wenn du seine Statuen verprügelst. Doch. Doch. Na gut, machen wir weiter, oder? Wie sieht's aus? Jo. Nächste Mission?
Nee, nächste Mission, ich würde ja mal sagen, nächste Folge, oder? Oder das. Na gut, dann bis zur nächsten Folge. Ja, richtig. Wir sehen uns dann gleich wieder, liebe Cheerio. Freunde. Bis dann. Ciao.